Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Gestern haben wir am Markt eine Stabilisierung gesehen. Nachdem er zeitweise der DAX ordentlich im Plus war, war er am Ende im Prinzip auf Vortagesniveau aus dem Handel gegangen. Die Sanktionen, was das Thema Öl aus Russland von Seiten der USA jetzt angeht, das Embargo, das wiederum lässt den Ölpreis einbrechen im Laufe des Mittwochshandels und den DAX sprunghaft in die Höhe schnellen. Das heißt, wir sehen den DAX heute nicht nur über der 13.100-Punkte-Marke, sondern inzwischen auch über der 13.600-Punkte-Marke. 13.627, der aktuelle Stand, ist ein sattes Plus von 6,2%. Die Volatilität, die ist also nach wie vor auch zur Wochenmitte hier sehr hoch und wir sehen eben doch richtig kräftige Intraday-Bewegungen hier am Markt in Frankfurt. Neben dem Thema Ukraine-Krise aber auch das Thema Jahreszahlen im Fokus. 4 DAX-Konzerne heute nochmal mit dem Zahlenwerk und auf ein Unternehmen werden wir schauen, und zwar gleich. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir heute ganz vorne Nordex, gefolgt von Nel, Plug Power, der Deutschen Post und der Mercedes-Benz Group. Und wir werfen einen Blick auf Nordex, denn die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Transporte, die haben beim Windkraftanlagenhersteller im vergangenen Jahr an der Profitabilität gezerrt. Bei einem Umsatzanstieg von knapp 15% wurde ein operativer Gewinn von gut 50 Millionen erzielt, teilte Nordex heute überraschend mit. Im Jahr zuvor war das EBITDA noch fast doppelt so hoch gewesen. Die Aktie von Nordex, die tritt nach einem freundlichen Start ins Minus und somit kommt die rasante Kurserholung der vergangenen Tage ins Stocken. Nun werfen wir einen Blick auf die Deutsche Post und da gab es heute die Jahreszahlen. Der Logistikkonzern, der hat das vergangene Jahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Alle 5 Geschäftsbereiche hätten zur besten Geschäftsentwicklung bisher beitragen können. Stärkster Treiber waren der angestiegene Welthandel und der anhaltende starke Onlinehandel mit weiter wachsenden Sendungsmengen. Daraufhin wurde auch eine Dividendenanhebung vorgeschlagen auf 1,80 Euro und das wären dann 45 Cent mehr als im Jahr zuvor. Und positiv wird von den Analysten zudem noch hervorgehoben, dass ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro angekündigt wurde. Nun der Blick auf die meist verkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Auch da das Papier von Nel vorne mit dabei, gefolgt von der Lufthansa, Nordex, Rheinmetall und TUI. Und wir werfen einen Blick auf Rheinmetall, die Aktie des Rüstungskonzerns. Die haben nämlich am Mittwoch mit Verlusten auf die Annäherung der Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt reagiert. Die Papiere von Rheinmetall, sie verloren in einem starken Gesamtmarkt über 3% und sind damit dann auch klares Schlusslicht im MDAX. Händler sprachen hier von Gewinnmitnahmen bei den Kriegsprofiteuren. Seit dem Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor rund 2 Wochen summiert sich der Kursaufschlag der Düsseldorfer in der Spitze auf knapp 70%. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.